Also wie gesagt, ich mache das ja schon sehr lange jetzt, seit guten 8 Jahren, wo ich am Stream bin und alles drum und dran. Und ich muss ganz klar sagen, Streamen ist für mich persönlich anstrengender als mein alter Büroberuf. Allerdings mit der Prämisse, dass mir Streamen mehr Spaß macht als mein alter Büroberuf. Aber von der Anstrengung her finde ich das hier, was ich jetzt mache, anstrengender als mein damaligen Büroberuf. Aber wie gesagt, das ist auch nur meine Meinung. Müsst ihr nicht teilen. Was ich nicht verstehe, ist, wie man große Streamer wie zum Beispiel Monte, der Millionär ist, 100 Euro oder mehr Donations gibt, wenn man selbst gerade 100 Euro Einkommen hat. Warum? Mit Sub-Unterstützen? Ja, aber doch nicht noch Geld reinbuttern, wenn ich selbst kann. Aber doch, die tun das wegen der Aufmerksamkeit. Das kann ich dir erklären, dass es bei großen Streamern, das ist, was ich dir gesagt habe, es gibt so eine gewisse Grenze, ab dem Punkt, wo du groß bist, da kriegst du umso mehr Geld, weil die Zuschauer die Anerkennung wollen. Die wollen, dass ihr Name im Stream steht, die wollen, dass Monte die Nachricht vorliest und so weiter. Meinst du mit anstrengend beim Streamen die Zeit, in der du online bist oder alles drumherum mit dabei? Alles, komplett. Deswegen sage ich ja, anstrengender mit allem drum und dran. Definitiv anstrengender. Ein Bürojob war easy. Morgens hinfahren, meine Arbeit machen, abends nach Hause fahren. Zwischendrin Pause, geregelten Urlaub, meine Bezahlung bekommen. Wenn ich krank bin, bin ich krank. Als Streamer hast du das alles nicht mehr. Als Streamer darfst du nicht krank sein. Als Streamer darfst du nicht Urlaub machen. Als Streamer musst du immer präsent sein. Du musst immer 100% plus geben. Schwierig. Mag nicht für alle zutreffen. Ich spreche jetzt, wie gesagt, nur aus meiner Sicht. Aber ja, OMG Basti hat meine Nachricht vorgelesen, das ohne Donation. Korrekt. Und ich verrate dir was, das passiert auch, wenn ich groß bin. Unbelievable, right? Ja, aber das ist halt so. Viele stehen halt genau auf dieses Hype-Scheiß. Ja. Er hat auch bei 4000 Viewern fast alles gelesen und vorgelesen. Korrekt. Hätte ich auch so beibehalten. Und auch bei 9500 Viewern, ja, stimmt. Ich weiß, du hast den Fokus immer auf dem Chat gehabt, auch zu der Hochzeit während BFA. Ja, Höchstzeit meinst du, nicht Hochzeit. Hochzeit, ja, Hochzeit, sorry. Ich habe Hochzeit gelesen, lol. Als immer darfst du nicht den Content wechseln, ich verstehe dich voll. Ja, guck mich an. Ich bin das beste lebende Beispiel. WoW-Streamer. 500 bis 1000 Zuschauer gehabt. Jeden Tag. Content gewechselt auf Variety. Was habe ich jetzt? 100, 200, 300, 400 teilweise. Also von Streamer mit Familie habe ich höchsten Respekt. Jeden Monat den Druck, Geld dran schaffen, damit die Familie gut genug hört. Ja. Dazu kommt noch, dass wenn man etwas gerne macht, dann steckt man mehr Energie in die Sache. Man strengt sich mehr an. Korrekt. Wow, Foxy liegt einfach die Zuschauernummer. Jetzt bin ich traurig, weil es unter 100 ist. Danke, Foxy. Hast du gewechselt, weil kein Bock mehr für WoW? Korrekt. Ich wechsle immer, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe. Also ich bin kein Mensch, ich spiele keine Spiele nur des Hypes wegen oder weil meine Zahlen besser sind. Ich spiele das, worauf ich Bock habe. Ja? Und ich habe momentan Bock auf Just Chatting. Ich habe momentan Bock auf Call of Duty. Ich habe momentan Bock auf Biomutant und so weiter. Ah, danke, Marc hat sie wieder gerettet und in 4 Jahren. Vielen Dank. Ja, keine Ahnung. Gestern bei dem Trampolinaufbau zum Beispiel hatten wir, glaube ich, 300 Zuschauer. I don't know. Passiert. I don't know. Meine Zuschauerzahlen springen, wie sie Bock haben. Ja. Deswegen habe ich sie auch nicht offen. Ich schaue mir meine Zuschauerzahlen nicht an, weil es würde mich nur kürre machen. Dementsprechend habe ich die einfach ausgeblendet. Das ist aber auch das Ding. Im Grunde kann man das als Streamer eigentlich nicht immer das machen, worauf man Bock hat, wenn man davon lebt, weil über eine andere Arbeit, so ist es leider. Ja. Ich habe meine auch aus. Ob ich 4 oder 33 habe, ist egal. Korrekt. Solange es Spaß ist, besser einen Streamer zu sehen und er keine Lust hat. Korrekt. Sehe ich genauso. Ich möchte dir auch und euch gerne so viel sagen, also, aber ich oute mich nicht, das macht man nicht. Tja, du kannst mir ja mal eine Discord-Nachricht schreiben, Stesusa, was du so besprechen möchtest, dann kann ich mal drüber nachdenken, okay? Ich höre jetzt eine Weile zu und möchte auch mal meine Meinung kundtun. Ich persönlich arbeite im Einzelhandel, muss dort hart arbeiten, habe Druck, sowohl nervlich als auch körperlich. Oh ja, Einzelhandel, oh, safe, bin ich voll bei dir. Also gerade Einzelhandel oder auch Support-Jobs, Stufen bin ich voll bei dir. Die haben auch so einen psychischen Druck, teilweise. Weil von Kunden, gerade jetzt Corona-Zeit, beleidigt, beschimpft, muss mich hier in Berlin mit Überfällen, Ladendiemen rumhängen und wenn die Feierabend frei habe, setze ich mich auch noch 5-8 Stunden an den PC, aber um zu relaxen und zu zocken, bin seit 27 Jahren Gamer und habe lange vom PC nie anstrengend empfunden. Genau, das ist auch Geschmackssache. Ja, ich glaube aber auch, Stufen, also erstmal für dich, Respekt, ja, weil Einzelhandel ist auch ein Job, der ist Knochenjob, sehe ich komplett ein und auch für mich in dieser Stelle unterbezahlt. Ich finde, Einzelhändler sollten deutlich mehr verdienen. Du zockst auch noch nach der Arbeit 5-8 Stunden am PC zum Relaxen und zum Zocken und hast das nie als anstrengend empfunden. Bin ich ehrlich? Und das, kurz zuhören, bitte. Einmal mich ausreden lassen. Sehe ich genau wie du. Wenn ich am PC sitze und zocke und einfach nur entspanne, ist das für mich auch nicht so anstrengend, wie wenn ich streame. Wenn ich streame, ist es anstrengender. Ich achte auf meine Körperhaltung mehr, ich achte auf meine Sprache, auf meine Gedanken, wie ich mit euch rede, ich muss den Chat lesen. Alles drum und dran, muss mich aufs Spiel konzentrieren, muss auch wirklich gut spielen. Es sind so viele Sachen, die da reinfließen, die mir auch teilweise, und das muss einfach auch gesagt sein, Streamen macht einem teilweise öfters auch mal das Spielen kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber zum Beispiel war es bei mir eine ganze Weile so gewesen, dass als ich viel gestreamt habe,
hatte ich nach dem Stream, ich hatte keinen Bock mehr zu spielen. Ich hatte keinen Bock auf Stream, den PC anzumachen oder die PlayStation anzumachen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Und wenn ich einfach nur so zocke, ohne zu streamen oder irgendwas, dann ist es ein ganz anderes Feeling, als wenn du streamst. Ja, das ist zumindest meine Empfindung. Also von daher kann ich deinen Satz nachempfinden. Das habe ich damals auch gemacht, als ich im Büro gearbeitet habe. Auch nach dem Büro, zack, PlayStation angeschmissen, zack, 10 Stunden noch Final Fantasy durchgesuchtet. Bin ich komplett bei dir. Habe ich auch gemacht. Die Meinung, ob Streamer als Beruf gilt, ist immer gespalten. Es wird immer Hater-Supporter geben und ich gönne es jedem davon zu leben, der es schafft, Leute zu unterhalten. Ich schaue viel Twitch und Streams, ja. Ich bin aber anderer Meinung hier. Die Meinung, ob Streamer als Beruf gilt, ist immer gespalten. Mag sein, dass die gespalten ist, aber es gibt dort keine Meinung zu. Streamer ist ein Beruf. Punkt. Ja? Da gibt es keine gespaltene Meinung. Es gibt nur Leute, die es nicht akzeptieren. Jeder künstlerische Beruf ist ein Beruf. Sei es Streamer, sei es Fußballer, sei es Volleyballer, sei es Handballer, sei es Hockeyspieler, sei es Pferdedresseur, was weiß ich. Das sind alles Berufe, Leute. Ja, ein Beruf definiert sich dadurch, wenn du dadurch den größten Teil deines Lebensunterhaltes verwalten kannst. Und dementsprechend ist das ein Beruf. Ob ihr das akzeptiert oder nicht, ist ein anderes Thema. Damit hat Stufen recht. Viele akzeptieren das einfach nicht. Oder wie er schon sagt, gönnen das quasi nicht. Ja, du weißt, was das Traurige daran ist? Die Leute, die das nicht so sehen, sind meistens die Leute, die Fernsehen lieben oder Fußball lieben. Das ist super, super, super strange, dass sie sagen, Streamer ist kein Beruf. Die dürfen kein Geld verdienen. Oh, aber Ronaldo, geil. Transfer für 40 Millionen. Hat er verdient, der Junge. Hat er verdient. Geil, gönn ihm. Ein Ernst? Ein Ernst? Das sind genau dieselben Leute. In den meisten Fällen. Das Problem beim Stream ist oft, finde ich, dass man sich schnell dabei erwischt, dass man nicht so das zockt, was man gerne möchte, sondern eher den Gedanken entwickelt, was zocke ich, damit Viewer dazu kommen. Und das nimmt komplett die Spielfreude. Genau, das solltet ihr nicht tun. Streamt das, worauf ihr Bock habt. Die Zuschauer kommen oder auch nicht. Selbst wenn du das beste Hype-Spiel der Welt spielst, heißt nicht, dass du Zuschauer bekommst. Ja? Und wenn du keinen Spaß hast, dann kommen vielleicht welche rein, weil ein Hype-Spiel ist, aber verlassen dich gleich wieder, weil du einfach keinen Spaß hast. Weil du nicht Entertainment bist oder weil du Kacke bist oder keine Ahnung. Oder weil du eine komische Nase hast. Oder weil du wie ich eine Zahnlücke hier unten hast. Komische Zähne. Oder eine Cappy ständig trägst. Ey, Leute, die finden immer einen Grund. Die finden immer einen Grund, wo sie sagen, ach nee, der geht gar nicht. Genau dieselben sagen, wie kann man Leute beim Zocken zuschauen, ohne selbst zu zocken, aber selbst beim TV Fußball schauen. Ja, das sind ja auch alles Fußballprofis. Alles Fußballprofis. Wenn du die teilweise hörst beim Zuschauen vom Fußball, ah, oh, wie konnte er den versauen? Ich hätte den gemacht. Ja, na klar hättest du den gemacht, Bruder. Klar hättest du den gemacht. Weißt du, wenn du den gemacht hättest? 10 Stunden später, ja, wenn das Spiel vorbei ist, hättest du den Ball reingemacht, weil du keine Puste hast und die Ausdauer hast, um überhaupt diese Strecke zu laufen, die gerade gelaufen wurde. Scheiß Schwätzer. Was gut finde, würde, dass diese sexuellen betonten Streamer abschaffen wird, weil das gehört hier nicht hin. Du meinst die Hot-Tub-Streamerinnen? Ich gebe dir recht, mein Sohn erzählt mir davon, was gestern ein Stream mit vielen Followern hat etwas geändert und seine Zuschauerzahlen gingen rapide abwärts. Er wurde von sehr vielen darauf angesprochen und ihm direkt gesagt, dass er mit dem neuen Scheiß aufhören soll. Er hat dann wieder das Übliche gestreamt und alles ging wieder hoch. Ja. Real Talk, Leute. Wenn ihr selber Streamer seid, lasst euch von euren Zuschauern nicht sagen, was ihr spielen sollt. Wenn es denen nicht passt, dann passt es ihnen eben nicht. Dann geht der eine Zuschauer eben. Oder die zwei oder die drei, die das nicht sehen wollen. Dann gehen die eben. Weißt du, wie viele Zuschauer ich habe, die keine Shooter sehen wollen? Einige. Ich spiele trotzdem Shooter, weil ich Bock drauf habe. Ich habe so viele Streamer, die gucken bei mir nicht zu, weil ich sie vielleicht spoilern könnte für ihr Spiel. Denkst du, ich flame die? Guck trotzdem zu? Nö. Weil ich kann es verstehen. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt und sich nicht spoilern wollen, dann guckt halt nicht zu. Also wenn Streamer keine Berufsbezeichnung wäre, dann wäre Schauspieler, Sänger und Entertainer auch keine Berufsbezeichnung. Korrekt. Und schon gar nicht Fußballer und Co. Oder Sportler. Hey Leute, Sport ist nur ein Hobby, Leute. Sport ist nur ein Hobby, was zum Beruf gemacht wurde. Genau wie Streamen. Es ist ein Hobby, was zum Beruf gemacht wurde. Und ich verrate euch was. Es gilt auch für Prostitution. Für die Damen im Bordell, die dafür ordentlich arbeiten, die das als Beruf nachgehen. Die haben ihr Hobby zum Beruf gemacht. Das gilt für alle Bereiche. In jedem Beruf sollte man das machen, was einem Spaß macht. Na klar, was meinst du, wie Hochzeitsplaner entstanden sind? Hochzeitsplaner sind genau so entstanden. Weil jemand geheiratet hat und Spaß dran hatte, Hochzeiten zu planen. Das alles zu planen, hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er gesagt hat, ey, ich mach das als Beruf. Schriftsteller. Der hat auch Spaß geschrieben und hat dann entschieden, dass er das als Beruf macht. Genau das Gleiche. Das gilt für alle Bereiche.